sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dem Gelben. Der Rote hat uns jetzt überholt militärisch. Hat er Gold gefunden? Ja, sieht so aus. Oh Gott, 26 Goldmünzen. Ja, wir kommen da jetzt ja hoffentlich auch bald hin. Und vielleicht haben wir ja tatsächlich Glück mit der Festung, dass wir ihm das hier alles entreißen. Das würde mich ja zum Beispiel sehr freuen. Hier haben wir ein bisschen Eisen gefunden. Hier hinten ist noch Kohle. Das freut mich doch auch. Und hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Das hier ist wahrscheinlich das Eisen. So, Festung hier wird gebaut. Dann hier wird ja wieder unendlich viel Material geschleppt. Okay, der hat das jetzt hergestellt, offenbar. Dann stoppen wir das jetzt wieder. Nur die Frage, ob das jetzt auch das Richtige war. Ist hier eine Schaufel irgendwo? Naja, mal sehen, wenn er das jetzt hier gleich besetzt ist. Ich sehe aber auch keinen rumlaufen. Der irgendwie aussieht wie ein Förster. So, da auf jeden Fall nochmal einen Bauernhof hin. Dann hoffe ich ja, dass wir vielleicht hier doch nochmal irgendwie rankommen. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, warum ist denn der so schlecht? Ich bin erst neu jetzt gebaut. Nee, eigentlich nicht, ne? Oder? Ich weiß es gerade nicht. Ja, wird sich schon erholen. Müssen wir mal im Auge behalten. Okay. Ja. Wasser. Das Wasser ist doch unwichtig. So insgesamt. Nee, hier scheint keiner hingekommen zu sein. Aber wir haben da jetzt eine. Da! Da! Doch, es hat funktioniert. Gut. So, dann. Ach so, ich müsste hier vielleicht noch eine Münzbrägerei bauen, ne? Falls. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Gut. Das ist doch wunderbar. So, und dann müssen wir vielleicht, ich meine, wir haben ja recht viele Nahrungsproduzenten. Da könnten wir ja dann unsere Minen entsprechend ausbauen. Wir haben ja jetzt 1, 2, 3, 4, 6 Bergarbeiter hatten wir. Wir bräuchten aber grundsätzlich eigentlich noch eine Kohlemine. Wenn die Münzprägerei dann auch mit von der Partie ist, müssten wir da eigentlich noch eine mit anschließen. Deswegen mache ich das jetzt auch mal. Also, na gut, dann reicht aber auch wirklich eine. Erstmal. Und dann müssten wir mal gucken, ob wir dann vielleicht doch die Industrie noch ein bisschen ausbauen und halt noch eine zweite Eisenschmelze und eine zweite Schmiede uns leisten. Um dann, ja, da bräuchten wir dann aber auch entsprechend Kohle halt für. Also da müssten wir dann ja nochmal die Kohlebergwerke ausbauen. Damit das funktioniert, damit wir das aber alles ein bisschen, ja, ein bisschen schneller funktioniert und alles hoffentlich in ausreichender Menge dann auch vorhanden ist. So, hier mal den Bauernhof. Ne, hier passt ja tatsächlich nicht noch irgendwie großartig was hin, ne? Das ist ja blöd. Dabei kann ich doch noch einen bauen. Ein Bauernhof. Nicht besetzt. Aber ich habe doch vorher nachgeguckt. Säge? Ist er unterwegs? Einer mit einer Säge? Ich habe doch vorher extra geguckt. Wir hatten noch zwei Schreiner und eine Säge. Da bin ich jetzt irgendwie verwirrt. Ah nee, da kommt er doch. Hier läuft er doch. Sehr gut. So, das Forsthaus hier oben ist besetzt. Schnippen wir das mal hier ab. Aber wir,
Obwohl. Ja, nein. Nee, muss ich doch erstmal so lassen. Mal gucken, ob wir vielleicht später nochmal eine günstigere Verbindung hier bekommen. Aber abmachen kann ich das jetzt so erstmal nicht. Ah ja, siehst du, die Brauerei braucht ja auch Wasser. Hab ich ja gar nicht gebaut, ne, bis jetzt. Machen wir mal hier hin. So, hier läuft das jetzt auch an. Aber es ist herrlich, wenn es funktioniert, ne? So, können wir vielleicht noch ein paar Fischerhütten bauen. Ja, das ist halt hier ein bisschen das... Ne, Fischerhütte hier unten macht jetzt nicht so viel Sinn. 83 ist ja gar nicht so übel. Der ist jetzt auch wieder bei 50 immerhin. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Die behindern sich doch jetzt nicht so dolle, dass der nur auf 50% laufen könnte. Das ist ja Blödsinn. So, irgendeine Festung wird. Ja gut, dann würde ich jetzt ja fast sagen, es ist Zeit, die Nahrung auszulagern. So, hier soll es nicht rein, genau. Eigentlich müsste das ja sogar ganz gut funktionieren über beide Routen. Also das kann ja über beide Routen transportiert werden. Das müsste eigentlich ja recht zügig da oben ankommen. Ich könnte jetzt natürlich auch noch ein zweites Eisenbergwerk mit anschließen und direkt ausbauen. So, was haben wir hier? Cola. Das freut mich. Wo denn? Ach hier, das. Oh, naja gut, das ist jetzt nicht so berauschend. Aber gut, ja, ist es trotzdem schön. Ah ja, das sieht auch schon ein bisschen besser aus. So, hier der Weg ist ja jetzt schon ganz gut mit Eseln besetzt. Hier sieht es ja auch recht gut aus. Genau, und hier muss halt noch ausgebaut werden, damit das da auch funktioniert. Ich werde jetzt mal das hier umstellen auf Spitzhacken. Und dann eventuell tatsächlich das nochmal ein paar Spitzhacken herstellen lassen. Das jetzt aus. Wir haben noch eine Spitzhacke hier. Wir haben noch zwei, also drei Minen könnten noch besetzt werden, weil die hier sind jetzt soweit alle besetzt, genau. Dann ist ja die noch, das heißt, ich könnte noch zwei bauen. Zwei ist aber zu wenig. Wenn ich es jetzt wirklich ausbauen möchte, bräuchte ich ja noch ein Eisenbergwerk und eigentlich nochmal zwei Kohlebergwerke, um es effektiv wirklich zu machen. Ich hoffe so drauf, dass es ihm die Minen hier zerreißt. Man darf gespannt sein. So, Nahrung scheint oben anzukommen. Ich meine, die laufen ja so weit zumindest. Ganz gut. Oh, da laufen so viele hin. Ja, und dann dürfen da Goldmünzen rein, weil das heißt, dass der Gegner da jetzt irgendwo ist. Okay. Ja,
So, mein Freund. Und da bin ich. So, dann müssen wir uns ja jetzt wirklich drauf gefasst machen, dass er uns jetzt gleich angreift. Und das tut er auch. Da kommt er schon. So eine Sch... Und zwar mit gar nicht mal so schwachen. Uiuiuiuiuiui. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mal hier einen Katapult hinzubauen. Und eigentlich auch hier oben. Ich fürchte, die Schwachen hier, die sind jetzt etwas überfordert wahrscheinlich mit der ganzen Situation. Soll mal so machen. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Da haben wir ja fast gar keine Chance jetzt gegen die alle. Oder? Nee, da sind noch so viele. Kommt da welche nach? Ja. Vielleicht haben wir ja Glück, wenn die rechtzeitig da sind. Ansonsten sieht es eher schlecht aus. Verlieren wir dann direkt unsere Burg. Das ist sehr blöd. Na gut. Keine Chance. Oder? Nee. Kommt bitte wieder zurück. Verirrt euch da jetzt nicht. Gut, dann sind wir zumindest an der Stelle hier abgesichert. Vielleicht können wir es ja auch noch mit dem Katapult abschießen. Wir werden sehen. Ja, müssen wir mal sehen, wie sich das jetzt hier entwickelt. Ja, das haben wir verloren. Ja. Habe ich mitgekriegt. Okay. Das hier haben wir ihm offenbar erstmal zumindest so teilweise weggenommen. Das ist doch schon mal schön. 1, 2... 3, 4, 5, 6. Okay, ein Bauernhof noch.